Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Ich glaube, es gab jetzt schon über 2 Wochen keinen Vlog mehr. Und ja, das Wetter ist eigentlich mega doof draußen und wir wissen auch noch nicht, was wir heute machen. Aber ich dachte mir, es wird mal Zeit, dass ich mich in diesem Jahr melde bei euch. Erst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und sorry für diesen Anblick, aber ich wollte euch mal zeigen, ich habe so übelste trockene Stellen, also ich bin jetzt total fettig eingecremt. Und ich bin kein Wintertyp. Echt, ich hasse den Winter. Ne? Nico, ist das noch egal. Aber ich habe hier überall so trockene Stellen. Und wenn ich dann Make-up drauf packe, trocknet meine Haut noch mehr aus. Aber ohne Make-up kann ich mich echt nicht sehen. Ich wollte es aber trotzdem einmal kurz zeigen. Vielleicht habe ich ja ein paar Leidensgenossen. Hinterlasst mir jetzt gerne in den Kommentaren. Ja, bei uns sieht es noch etwas unordentlich aus in der Küche. Wie ihr sehen könnt. Und falls es euch aufgefallen ist, wir haben unsere Wohnzimmerlampe hier hingehangen, weil nämlich dieses grelle, helle Licht im Wohnzimmer mega selten angemacht wurde. Und in der Küche ist das einfach öfter an. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei meinem Vlog und ich begebe mich jetzt erstmal ans Putzen. Und so sieht unsere Freizeitbeschäftigung aus. Gesundheit. Ich finde, das geht noch. Also es geht deutlich schlimmer. Da bin ich wieder. Es ist einfach mal schon 1 Uhr. Nico hält gerade seinen Mittagsschlaf. Und ihr habt ja gesehen, was Nico hier so fabriziert hat. Und das geht den ganzen Tag so. Also ich räume den ganzen Tag gefühlt nur hinter diesem Kind her. Und parallel leben wir hier auch noch. Und essen und kochen und so. Also ich habe jetzt nicht großartig gekocht, nur ein paar Tortellinis. Aber es sieht hier wieder aus. Und der Geschirrspüler ist halt auch schon wieder sauber. Es muss auch wieder alles ausgeräumt werden, aufgeräumt werden. Post war da. Also so sieht es einfach gefühlt immer aus. Und draußen ist so, so schäbiges Wetter. Wir waren vorhin mit dem Dreirad einkaufen und haben ein paar Lebensmittel eingekauft und ein Päckchen abgeholt. Und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar habe ich ein Päckchen bekommen von Flaconi und ich habe mir dort einmal eine Haarkur bestellt. Ich hatte euch ja letztes Mal erzählt, nachdem ich beim Friseur war, dass der meinte, ich sollte regelmäßig eine Haarkur machen. Und ich habe, glaube ich, vor 2, 3 Jahren mal eine Haarkur von Kerastase ausprobiert. Fand die super, aber finde die auch relativ teuer. Ich bräuchte nur alle 2 Wochen eine Haarkur machen und dafür nicht so oft, aber halt reichhaltiger. Und ja, da habe ich mich jetzt für diese Haarmaske von Kerastase entschieden. Also schon eine für gefärbte Haare. Das ist eine Haarmaske auch für gefärbte Haare und geschädigte Haare. Und die werde ich jetzt, glaube ich, morgen Abend ausprobieren. Heute schaffe ich das nicht. Und die riecht aber nicht so lecker, muss ich sagen. Also es geht so, finde ich. Und ich habe noch ein Päckchen bekommen. Und zwar dieses hier. Das ist so schwer. Das hat mir der Postbote freundlicherweise hinter die Tür gestellt, dass ich das gar nicht alleine jetzt da wieder wegbekomme. Und zwar ist das von DM. Ich habe das erste Mal online bei DM bestellt. Und ja, jetzt dachte ich mir, ob ich da vielleicht ein Haul zudrehen soll. Stimmt doch mal ganz gerne ab. Ich füge euch mal eine Abstimmung mit ein. Dann will ich das Päckchen nämlich zusammen mit euch öffnen und schauen, was so drin ist. Und mich hat noch ein Paket erreicht, aber das schon vor längerer Zeit. Ich hätte es jetzt fast vergessen, euch diese Tasche zu zeigen. Die dürfte ich mir aussuchen. Also es handelt sich hierbei um eine Kooperation. Ich habe diese Tasche umsonst bekommen. Die ist von New Chic, so ein chinesischer Online-Shop. Und hier sind auch so ein paar Bamsels dran und die gefällt mir richtig gut. Also von der Größe her ist die so mittelgroß und ich benutze so eigentlich gar keine Handtaschen mehr. Nur wenn ich zur Arbeit fahre, benutze ich die. Die ist dementsprechend auch gepackt. Also ja, Kaugummis halt und Körperspray und sowas ist da drin. Und das Coole an der Tasche ist, dass die unterschiedliche Fächer hat.
Ich kann hier echt alles schön unterteilen, aber sie nochmal komplett mit einem Reißverschluss zugemacht wird. Was mir immer sehr, sehr wichtig ist, weil ich das doof finde, wenn man so in die Handtasche reingreifen kann. Und natürlich der Schulterriemen. Also den nutze ich ja auch eigentlich fast nur noch, seitdem ich Mama bin. Die Henkel, ja, ist schön, aber benutze ich eigentlich eher selten. Und die gefällt mir richtig gut, weil die auch richtig hochwertig aussieht. Also ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie viel die genau kostet. Auf jeden Fall verlinke ich euch die Tasche auch in der Infobox. Ich muss sagen, dass sie am Anfang sehr stank nach, ich weiß es nicht, Plastik, Kunstleder, was auch immer das ist. Mittlerweile ist der Gestank aber verflogen und ich trage sie sehr gerne. Und ich finde, sie sieht echt so edelschick aus und passt super zu meinem Look, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist das Wetter draußen total bescheiden, sodass ich jetzt eigentlich nur schnell putzen werde. Nico hält meistens eine Stunde Mittagsschlaf und ich versuche mal so viel wie möglich zu schaffen. Und hier im Wohnzimmer könnt ihr sehen, liegt auch noch die Wäsche, denn gestern war Waschtag, aber ich musste gestern schon um 4:30 zur Arbeit. Deswegen habe ich das noch nicht geschafft. Und schaut euch mal das widerliche Wetter an. Echt widerlich. Man kann es gar nicht so gut sehen. Es ist echt widerlich draußen. Und da liegt auch schon unser Weihnachtsbaum. Den haben wir auch schon, ich glaube, am 3. rausgestellt. Und jetzt kommt's. Ich habe ja noch ein neues Handy geholt, gekauft. Wo ist ich denn jetzt? Ich hatte es auf jeden Fall auf Instagram erzählt, dass ich ein neues Handy brauche. Beziehungsweise ist mein Vertrag ausgelaufen und hier habe ich schon mal den Display gewechselt beim iPhone und seitdem funktioniert das richtig, richtig schlecht. Und jetzt könnt ihr einfach mal sehen, dass ich noch einen größeren Backstein habe, als ich eigentlich schon hatte. Aber es tut einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich mir das Spielzeug hier geholt und ich habe hinten so ein Popsocket dran gemacht. Ich musste erst mal googeln, wie das Teil heißt. Einfach, damit ich mein Handy besser halten kann, weil das unglaublich riesig ist. Also schaut euch das mal an, das ist echt unheimlich. Das ist ein riesen Bildschirm. Ich hoffe aber, dass die Qualität jetzt einfach besser ist. Jetzt kann ich auch wieder ein paar mehr Insta-Stories drehen. Und hoffe, dass meine Bilder auch qualitativer sind, weil bei dem schlechten Licht draußen, bei den schlechten Lichtverhältnissen, ist es wirklich schwierig, schöne Bilder zu schießen. Und ich muss sagen, dass ich... Seit 2 Tagen benutze ich das Handy und ich bin einfach mega am Verzweifeln. Ich bin ja von iPhone auf Android umgestiegen und das ist total die Katastrophe. Ich komme überhaupt nicht mit dem System klar, aber dadurch bin ich auch weniger am Handy und das finde ich wiederum positiv. Ich finde sowieso, dass man viel zu viel am Handy hängt in der heutigen Zeit. Mal schauen, was die Zukunft so bringt für uns zwei. Und ich fange jetzt an zu putzen. Denn ich denke, Nico wird gleich wieder wach. Das machst du super. Hilfst du Mama bei dir Wäsche machen? Das machst du super, mein Schatz. Schaut euch mal das Wetter draußen an. Also es ist mega stürmisch. Gerade hat auch die Sonne geschienen, aber es regnet und dann scheint die Sonne und es regnet. Scheint wieder die Sonne. Also richtig schlechtes Wetter. Ich habe so ein kleines Monster hinter mir. ich habe gerade die Wäsche zusammengelegt. Auf jeden Fall fahren wir gleich mal zur Postenbörse und da ist auch NKD. Die sollen auch irgendwie 50% reduziert haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist oder nicht. Ne? Machen wir einen kleinen Ausflug gleich. Könnt ihr den Wind hören? Hier fliegt gerade alles weg. Und meine Frisur auch. Nico hat mich schon gerade ausgelacht, weil meine Haare so am Wehen waren. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Es ist unfassbar stürmisch draußen, ehrlich. Ich bin so, so froh, wenn der Frühling jetzt bald kommt. Wir sind wieder zu Hause und so sehe ich aus.
Es stürmt draußen so extrem. Ich bin fast weggeflogen mit Nico, ehrlich. Ganz, ganz schlimm. Und es regnet jetzt auch in einer Tour. Ganz widerlich. Ja. Heute ist auf jeden Fall so ein Sofa-Chill-Wetter. Schon den ganzen Tag. Aber ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Beziehungsweise schöne, eigentlich nicht so schöne, aber nützliche, die wir auf jeden Fall brauchten. Die zeige ich euch jetzt mal eben fix. Das ist auf jeden Fall die Ausbeute, die ich mitgenommen habe. Und zwar habe ich ihm einmal diesen Jogger mitgenommen. Den trägt er aktuell auch schon. Aber noch einmal in 2,90, da der jetzt auch nur noch 1,50 Euro gekostet hat. Und dann einmal diese Handschuhe, Winterhandschuhe auch noch mit so einem Daumen dran. Also er hat halt welche ohne Daumen. Aber das ist halt doof, wenn er auf dem Dreirad sitzt oder so. Und die haben jetzt auch noch 3 Euro gekostet. Und einmal noch eine Wintermütze. Er hat nämlich eine Mütze mit Bändern, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht mehr über die Ohren geht. Und die passt wirklich gut und hat auch nur noch 2 Euro gekostet. Nicht viel, aber so ein paar Basic-Sachen, die wir auf jeden Fall noch brauchen diesen Winter. Ich stehe jetzt wieder unter meinem Kunstlicht mit meiner wunderschönen Frisur und muss jetzt ganz schnell anfangen zu kochen, denn es ist schon 5 Uhr. Mein Mann kommt gleich von der Arbeit. Und ja, ich habe heute noch gar kein Essen gekocht. Ich hoffe, dass das jetzt relativ schnell geht und ich heute Abend noch diesen Vlog schneiden kann. Ich habe Nico jetzt ins Bett gebracht, es ist 7:30 und er schläft immer noch nicht wirklich fest. Er wälzt sich die ganze Zeit hin und her. Ich hoffe, dass ich gleich essen kann. Ja, aber er kriegt ja auch gerade die Eckzähne, deswegen irgendwann geht das auch vorbei. Was ich noch ansprechen wollte, momentan gewinne ich so ein paar mehr Follower auf YouTube dazu. Ich freue mich da natürlich riesig drüber. Ich weiß nur nicht, ob das wirkliche Follower sind, die mich mögen und mich anschauen oder ob das Follower sind, die einfach nur doofe Kommentare da lassen wollen. Denn jedes Mal, wenn ich ein negatives Kommentar bekomme, bekomme ich auch ein neues Abo dazu. Und irgendwie finde ich das so ein bisschen komisch. Und ihr habt mein Video sicherlich auch gesehen, meine aktuelle Putzroutine mit Kleinkind. Und ja, ist mittlerweile über 20.000 Mal geklickt. Also total, ich weiß auch nicht wieso. Also, ja, normalerweise werden meine Videos überhaupt nicht so geklickt. Ich habe auch nicht so die große Reichweite mit knapp über 1000 Abos. Aber, ja, das Video kommt wohl gut an, beziehungsweise interessiert es die Leute, wie ich putze. Aber jetzt bekomme ich nur noch negative Kommentare. Also, ich habe da mit einem Desinfektionsmittel Nikos Tisch abgewischt. Also, ich glaube, das ist extra so ein Kinderdesinfektionsmittel irgendwas, bla und blub. Und einmal unsere Arbeitsplatte und habe gesagt, dass ich das täglich mache. Mittlerweile mache ich das schon, also ich mache das schon lange nicht mehr täglich. Ja, und ich bekomme da echt immer noch krasse Kommentare drauf. Vor allen Dingen, ich lese euch mal eben eins vor. Also das jetzt, was ich zuletzt bekommen habe. Das in Anführungszeichen Desinfektionsmittel bekämpft nicht alle Bakterien, also sind es niemals 99,9%. Schon mal Krankenhäuser bzw. medizinische Einrichtungen damit wischen sehen? Warum wohl? Reinigung mit einem normalen Reiniger hat die gleiche Wirkung und kostet weniger. Ich habe nur vorgelesen, was auf dem Desinfektionsmittel steht. Und ja, nein, ich habe noch nie in Krankenhäusern gesehen, womit die Leute wischen. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich war zum Glück noch nicht so oft im Krankenhaus in meinem Leben. Ja, aber dieses Kommentar, also die ganzen negativen Kommentare bekomme ich eigentlich nur dafür, dass ich Sagutan benutzt habe. Und ja, sonst, ich weiß nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass auf YouTube immer das Negative hervorgehoben wird. Man hätte ja auch loben können, dass ich zum Beispiel Schwammtücher verwende und die bei 90 Grad wasche und wiederverwende und somit die Umwelt schone, ne? Jetzt nur so ein kleiner Punkt. Aber nein, da wurde gar nicht drauf eingegangen. Und deswegen, also Leute, wenn ihr nur Lust drauf habt, auf meinem Kanal zu stänkern, deabonniert mich ganz gerne. Und meine anderen Zuschauer, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Und ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über positive Kommentare von euch. Da geht mir echt das Herz auf. Und ja, dafür wollte ich einfach nur mal Danke sagen, dass ihr mir einfach nettes Feedback da lässt.
Nicht nur Negatives. Also ich finde, konstruktive Kritik finde ich überhaupt nicht schlimm. Wenn mir irgendwie gesagt wird, die Kameraeinstellung ist vielleicht ein bisschen doof oder du hättest dich so und so hinsetzen können oder das ist langweilig, zeige ich irgendwie mal wieder was anderes. Aber ja, es wird nonstop auf einem Desinfektionsmittel herumgeritten, was ich schon seit über einem Monat gar nicht mehr benutze, einfach weil es auch leer ist und weil ich das jetzt auch nicht so toll fand. Nur zu dem Zeitpunkt war das meine aktuelle Putzroutine mit Kleinkind. Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht drüber beschweren, aber das ist mir so aufgefallen. So, so viel dazu. Sorry für diesen Anblick. Ich sehe momentan echt zerflottert aus. Aber Nico wollte mir vorhin auch noch die Haare kämmen, bevor er zu Bett geht. Da steht er momentan total drauf. Ja, und falls euch der Vlog gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben von euch und natürlich einen positiven Kommentar. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ich habe nämlich gesehen, ich habe 93% Zuschauer, die mir nicht folgen, also die mir kein Abo dagelassen haben. Also entweder finden die mich doof und wollen mir einfach nur doofe Kommentare hinterlassen oder das sind neue Zuschauer, die mich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, was sie tun sollen. Aber falls ihr mich mögt und meine Art mögt und meinen Kanal mögt, freue ich mich riesig über ein Abo. Das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos. Also momentan noch. Keine Ahnung, wo YouTube weiterhin führt, aber aktuell ist es kostenlos, meinen Kanal zu abonnieren. Und habe jetzt echt Kohldampf und hoffe, dass das Kind jetzt schläft und ich essen kann. Und werde gleich auch schon das Video schneiden und es für euch hochladen. Bis ganz bald. Ciao.